Wer erzählt Geschichte zum Zweiten Weltkrieg? Das Museum Berlin-Karlshorst. Gespräche mit ExpertInnen. Vorbereitung auf den Besuch am außerschulischen Lernort. Das Museum ist ein spannendes Exkursionsziel und ein Ort mit vielen Zeitschichten. Es befindet sich am Ort der Kapitulation vom 8. Mai 1945. Im Kalten Krieg beherbergte das Gebäude ein sowjetisches Museum im ehemaligen Ost-Berlin. Heute ist das Museum eine Bundeseinrichtung. Es steht im engen Austausch mit Menschen aus der Ukraine, Belarus und Russland. Im Gebäude und auf dem Gelände des Museums sieht man bis heute Spuren seiner früheren Nutzungen. Seine aktuelle Dauerausstellung »Deutschland und die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg« erzählt auch eindrücklich vom deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Dieses Thema ist komplex und von extremer Gewalt geprägt. Wie können sich Lehrkräfte auf einen Besuch im Museum Berlin-Karlshorst vorbereiten? Dazu sprechen wir in diesem Podcast mit HistorikerInnen und ExpertInnen für Geschichtsdidaktik. Wir, das sind Mirgen Gorges und Arkady Miller, beide Mitarbeitende im Bereich Bildung am Museum Berlin-Karlshorst. Wir sprechen heute mit Professor Dr. Dieter Pohl. Wir sitzen dafür in der Bibliothek des Dokumentationszentrums Fluchtvertreibung Versöhnung. Hier halten Sie, Herr Pohl, gleich einen Vortrag. Und der Titel lautet »Zweimal Krieg in Osteuropa. Der deutsch-sowjetische Krieg 1941 bis 1945 in der Perspektive des aktuellen Ukraine-Kriegs«. Herr Pohl, hallo. Wir freuen uns, dass Sie Zeit für unseren Podcast gefunden haben. Guten Abend. Guten Abend. Das Thema der Dauerausstellung im Museum Berlin-Karlshorst ist der Krieg zwischen Deutschland und der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Dazu möchten wir Ihnen gerne Fragen stellen. Sie sind Professor für Geschichte an der Uni Klagenfurt, ein Experte für den Zweiten Weltkrieg und forschen und publizieren zur Geschichte der Massengewalt im 20. Jahrhundert, der Geschichte der Sowjetunion und der Kriegsfolgenforschung. Und in einem Sammelbandbeitrag schreiben Sie, ich zitiere, »Und schließlich veränderte dieser Krieg, gemeint ist der deutsch-sowjetische Krieg, wie kein anderer das Gesicht der Welt«, Zitat Ende. Und wir würden gerne von Ihnen hören, wie genau. Diese Frage impliziert, dass es ein besonderer Krieg war. Deshalb würden wir gerne von Ihnen erfahren, wie kam es zu diesem Krieg, was war das für ein Krieg und welche Folgen hatte dieser Krieg? Und lassen Sie uns mit der ersten Frage anfangen. Warum hat Deutschland die Sowjetunion angegriffen? Ja, das ist sicher eine Frage, die nur komplex zu beantworten ist. Der Ausgangspunkt ist natürlich Hitlers Weltanschauung und seine Idee, im Osten Lebensraum zu gewinnen. Das hat er schon in den 1920ern formuliert und hat das lange als interpretiert als Siedlungsraum für Deutsche im Osten. Das ist aber eigentlich so nicht festzulegen, sondern der Lebensraumbegriff ist so etwas unbestimmt. Meines Erachtens geht es hier um koloniale Großräume, also mit gewisser deutscher Präsenz, also deutscher Herrschaft natürlich und vor allen Dingen Ausbeutung sowohl der Bodenschätze, der Wirtschaft und auch der Menschen, die dort leben. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Man muss natürlich sehen, in den 1920er Jahren war Hitler ein bayerischer Provinzpolitiker und ziemlich allein auf weitem Felde, also auch die deutschen Konservativen waren eigentlich eher russophil auch noch zu diesem Zeitpunkt. Und es änderte sich so schon Anfang der 30er, nach Hitlers Machtergreifung, mit einer zunehmenden Bedeutung des Antibolschewismus in der deutschen Politik. Der war natürlich immer vorhanden, ist aber sozusagen politisch nur begrenzt materialisiert worden. Nach Hitlers Machtergreifung natürlich sind die Kommunisten und Kommunistinnen verfolgt worden und ähnliches mehr. Aber seine Haltung gegenüber der Sowjetunion war noch nicht so klar. Das ändert sich dann im Grunde Mitte der 30er Jahre. Und die Sowjetunion wird nun in der Propaganda, ähnlich wie das im Antibolschewismus schon vorher war, als der Todfeind der Menschheit dargestellt. Und dann haben wir diesen abrupten Wechsel vom August 1939, dass Hitler mit Stalin einen Nicht-Angriffspakt schließt, der ja nicht nur auf der kommunistischen Seite, sondern auch auf der konservativ-rechten völkischen Seite für ziemliches Entsetzen gesorgt hat, aber im Grunde ein taktischer Kniff war.
Ja, und im Sommer 1940 ist dann eben entschieden worden, die Sowjetunion anzugreifen. Hierbei ist natürlich diese Grundidee, steht im Hintergrund, aber es ging hier sehr konkret auch darum, wie der Zweite Weltkrieg weiter verlaufen würde. Zum einen, der Krieg gegen Großbritannien konnte nicht beendet werden und Hitler hatte beispielsweise die Idee, die Sowjetunion als letzten potenziellen Partner Großbritanniens, also das Wort hieß damals Festlanddegen, auszuschalten. Auf der anderen Seite war Deutschland notorisch knapp an Rohstoffen. Das heißt, hier haben wir schon eine Vermischung ideologischer Ziele, natürlich gegen den ideologischen Todfeind. Wir haben diese Lebensraumkonzeption, wir haben aber auch sehr viel aktuellere politische Rahmenbedingungen, eben wie ein nicht gewonnener europäischer Krieg auf der einen Seite und zunehmende Probleme mit der Kriegswirtschaft auf der anderen Seite. Vielleicht noch eine Frage, die Ihre Antwort in die Richtung Geopolitik und militärische Strategie lenkt. Welche Rolle spielte dieser Krieg gegen die Sowjetunion in den NS-Weltherrschaftsplänen? Ja, das Problem ist, inwieweit die NS-Führung Weltherrschaftspläne hegte, ist nicht so ganz klar, weil das ist nicht so, also es steht sozusagen nicht in den Schriften geschrieben. Man hat das vielmehr implizit auch geschlossen. Zunächst haben wir das rassenideologische Moment, das heißt im Grunde der Sieg des Ariers, des Germanen sozusagen über die anderen Völker, die als zivilisatorisch niedrigstehend betrachtet worden sind. Also im Grunde die Weltherrschaft des Ariers, könnte man sagen. Aber das ist natürlich eher ein Hintergrunddiskurs. Also da kann man nicht sagen, deswegen wird die Weltherrschaft angestrebt. Es gibt so einige konkrete Indizien, die sehr viel deutlicher darauf hindeuten. Da ist zunächst natürlich Hitlers Einschätzung der USA. Und Hitler wusste, dass die USA der militärisch potenteste Gegner sind. Und in Hitlers Vorstellung ist die USA ja auch vom Weltjudentum beherrscht worden. Also auf der einen Seite Wall Street, auf der anderen Seite Kreml, sozusagen die zwei Hauptpositionen des Weltjudentums in seiner Vorstellung. Man sieht eben konkret Weltherrschaftspläne einerseits am Flottenbau. Das heißt, es wurde eine Flotte für den Atlantikkrieg frühzeitig gebaut. Da war vom Krieg gegen die USA überhaupt noch keine Rede. Man sieht es aber auch etwa am Fernbomberbau. Also Hitler hat Bomber bauen lassen, die den Atlantik überqueren konnten. Grundsätzlich war aber die Idee bei Hitler so, er würde den Krieg in Europa führen, sozusagen eben diese kontinentale Vorherrschaft führen. Das sei die Voraussetzung, dass zukünftige Generationen sozusagen den Krieg gegen den Letztgegner USA führen würden. Im Verlauf des Krieges hat sich aber gezeigt, dass die USA immer mehr sozusagen in den Krieg einsteigen. Man spricht ja hier nicht von Neutralität, sondern Policy Short of War, also direkt unter der Schwelle des Krieges. Und Hitler hat dann letztendlich entschieden, im Dezember 1941 den USA den Krieg zu erklären. Also wir haben sozusagen so eine Art ganz allgemeine Idee der Weltherrschaft und dann eigentlich den Weltkrieg ja schon sehr früh. Also der Weltkrieg brach ja nicht erst mit dem japanischen Angriff von Pearl Harbor aus, sondern im September 1939. Das wird ja oft übersehen, dass ja nicht nur Großbritannien und Frankreich den Krieg erklärt haben, sondern auch Australien, Kanada, Südafrika und diese auch in die Kampfhandlungen verwickelt waren. Und man darf auch nicht vergessen, dass durch Mussolinis Expansionspolitik sehr bald Nordafrika und das Horn von Afrika zum Kriegsschauplatz wurde und Hitler hat dann ja im Februar 1941 in Nordafrika eingegriffen. Aber sozusagen diese letzte Schwelle des Krieges gegen die USA ist erst im Dezember 1941 überschritten worden. Wenn die deutsche NS-Führung zusammen mit der Wehrmacht den Krieg gegen die Sowjetunion plant, tut sie das als Vernichtungskrieg. Was meinte sie denn damit? Ja, der Begriff Vernichtungskrieg ist von deutscher Seite eigentlich für diesen Krieg nicht verwendet worden. Das ist eigentlich ein Nachkriegsbegriff jetzt aus unserer Seite. Der ist vor allen Dingen so zum 40-jährigen Jubiläum des Angriffs 81 kam der so lange und dann in den 90ern sehr stark mit der Wehrmachtausstellung und so weiter. Den Begriff Vernichtungskrieg gab es damals. Aber schon, er meinte aber was anderes. Das ist sozusagen im Clausewitzschen Sinne, das ist die Vernichtung der militärischen Kraft des Gegners, also die Entscheidungsschlacht. Und es ist ganz interessant, die Ambivalenz der Begriffsverwendung taucht aber schon in den 30ern auf. Also ich habe einen Buchtitel gefunden mit dem Titel Der erste neuzeitliche Vernichtungskrieg und der behandelte den italienischen Angriffskrieg in Äthiopien. Und das war eben zum Teil ein militärischer Vernichtungskrieg, aber der sich auch schon erheblich gegen die Zivilbevölkerung richtet. Was wir heute meinen mit Vernichtungskrieg, ist natürlich ein Krieg, der sozusagen
ganz eng verflochten ist, also die militärischen Handlungen sind ganz eng verflochten mit Massenverbrechen, vor allen Dingen an Kriegsgefangenen und bestimmten Gruppen der Zivilbevölkerung. Ich persönlich bin sehr dafür, diesen Begriff als Gattungsbegriff zu nehmen, also nicht nur auf den deutsch-sowjetischen Krieg zu beziehen, sondern eben auch ähnliche Fälle hier mit einzubeziehen. Und da sind es natürlich vor allen Dingen koloniale Vernichtungskriege. Das heißt sozusagen Tötung großer Zahl von Kriegsgefangenen oder Zivilisten als Mittel der Kriegführung, in diesem Zusammenhang darf man nicht vergessen, kommt auch öfter vor, allerdings in anderen Dimensionen. Ich will noch ein Beispiel nennen, das hier sehr eklatant und sehr ähnlich ist. Das ist natürlich der Japanische Krieg in China. Und der ist nun auch sehr stark sozusagen mit sehr vielen Kriegsverbrechen begleitet gewesen. Wir alle kennen das Massaker von Nanking. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges. Also es gibt massive Massentötungen von Zivilisten in Nordchina, die in der westlichen Forschung eigentlich so gut wie nicht berücksichtigt werden. Also nochmal, Vernichtungskrieg in unserem Sinne ist ein Nachkriegsbegriff. Er sollte aber als Gattungsbegriff verwendet werden und nicht nur auf diesen einen Fall. Eine Zwischenfrage. Also wenn die deutsche Kriegsplaner den Krieg planen, setzen Sie von Anbeginn an auf Kriegsverbrechen als Mittel der Kriegsverfolgung? Ja, ganz eindeutig. Das heißt, man hat erwartet, indem man bestimmte Gruppen von Kriegsgefangenen und auch Zivilisten tötet, dadurch schneller zum militärischen Erfolg zu kommen. Und dieser Zusammenhang ist sehr stark entkoppelt gesehen lange. Und ich glaube, es war Christoph Diekmann, der als erster da also nochmal darauf hingewiesen hat. Die Idee war sozusagen, den ideologischen Kern der Roten Armee zu zerstören, und man betrachtete die sogenannten Kriegskommissare als entscheidend. Also im Grunde die ideologischen Antreiber der Roten Armee. Und deswegen gab es auch den Kommissarbefehl, also die Anordnung, Kommissare nach der Gefangennahme sofort am Rand des Gefechtsfelds zu erschießen, also nicht erst in die Kriegsgefangenenlager zu erlassen. Das Zweite, was eher schwammig ist oder schwer zu beweisen, ist, dass man auch jüdische Männer im wehrfähigen Alter von Anfang an eigentlich erschießen sollte. Und die Idee dahinter war, dass Hitler und die NS-Führung glaubten, dass das Judentum sozusagen die soziale Basis des Bolschewismus darstellt. Und hier ist eigentlich sozusagen der Kern der Planung gewesen. Ein drittes Element kommt hinzu, was aber nur mittelbar sozusagen zu den anderen zwei gehört, das ist die Hungerpolitik. Das heißt, es war seit, die ersten Planungen sind so um Weihnachten 1940, taucht das auf, dass man eben Teile der sowjetischen Bevölkerung nicht mehr ernährt, beziehungsweise aus bestimmten Gebieten die Getreidevorräte abzieht. Der Hintergrund dabei war allerdings in erster Linie, dass die Wehrmacht aus dem Lande ernährt werden sollte. Weil normalerweise im Kriegsfall etwa gegen Frankreich und so weiter ist die Versorgung, also Lebensmittelversorgung, aus Deutschland nachgeschoben worden. Das heißt, es wurden Züge aus Deutschland mit Getreide, Brot und so weiter geschickt. Im Fall der Sowjetunion war das anders gedacht. Das sollte, ähnlich wie im 30-jährigen Krieg, der Krieg ernährt den Krieg, das heißt, aus dem Lande entnommen werden. Und man hat schon große statistische Planungen angelegt, wer da nicht ernährt werden würde. Und es gibt ja dann interne Diskussionen, etwa im Mai 1941, dass bis zu 30 Millionen Menschen entweder verhungern würden oder flüchten, weil sie eben nichts mehr zu essen hätten. Das sind eben so diese Elemente, also Kriegsverbrechen im engeren Sinn, Kommissarbefehl, Anfang des Holocaust und das dritte eben die Hungerpolitik. Sie haben jetzt dargelegt, wie der Vernichtungskrieg in der Planung angelegt war. Wie sieht das tatsächlich im Verlauf aus? Ja. Lassen sich da Radikalisierungsstufen verstellen? Ja. Es ist eigentlich bei Hitlers Politik und vor allen Dingen bei der Expansionspolitik immer anders gelaufen, als es geplant war. Also ursprünglich wollte Hitler zum Beispiel gar nicht Polen angreifen, sondern Polen als Verbündeten nehmen. Und auch weder Nordeuropa noch Jugoslawien standen auf dem Kriegsplan. Das kam alles akzidentiell. Was jetzt die Vernichtungspolitik in der Sowjetunion angeht, ist es so, dass die Hungerplanung sich als letztendlich nicht durchführbar erwies. Also die sowjetische Bevölkerung ließ sich halt auch nicht aushungern. Allerdings hat man nun eine Gruppe genommen, die sich eben nicht wehren konnte. Das waren die sowjetischen Kriegsgefangenen. Denen wurden eben im Oktober 1941 die Rationen runtergesetzt. Das war eigentlich so nicht richtig geplant. Man muss aber sagen, dass die Gefangennahme oder die Kriegsgefangenschaft von Anfang an völkerrechtswidrig vorgesehen war. Also kein Völkerrechtsschutz für die sowjetischen Kriegsgefangenen und auch die infrastrukturelle Vorbereitung war sehr schwach. Also das sieht man so September, Oktober, November 1941, dass ein erheblicher Teil der sowjetischen Kriegsgefangenen keine Unterkunft hatte, sondern unter freiem Himmel untergebracht war. Und dann ging natürlich die Regenzeit
und ähnliches mehr. Also wir haben diesen Schwenk sozusagen Hungerpolitik gegen die Zivilbevölkerung in bestimmten Gebieten zur Hungerpolitik gegenüber den sowjetischen Kriegsgefahren. Und da kommt natürlich noch Leningrad hinzu, was so auch nicht geplant war meines Erachtens, dass man eben Leningrad nicht erobert, sondern aushungert. Das war eine Entscheidung im August 1941. Und ein weiteres kommt hinzu, dass es wohl Anfang nicht geplant war, alle Juden in der Sowjetunion umzubringen, sondern wir haben im Grunde drei Schritte. Der erste Schritt war eben, wie genannt, die Ermordung der wehrfähigen Männer, also im Alter von 17, 18 bis 35, 50 und so weiter, sehr unterschiedlich gehandhabt worden. Dann beginnt so im August, September vor allen Dingen auch die Ermordung von Frauen und Kindern. Das hat aber so eine gewisse innere Logik, da eben der Ernährer dann fehlte und die deutsche Zivilverwaltung forderte eben, dass sozusagen die anderen auch umgebracht werden. Und dann haben wir in einem dritten Schritt den Übergang dazu, sozusagen in neu eroberten Städten die ganze jüdische Gemeinde umzubringen. Und Babin Yar beispielsweise ist eins der ersten Beispiele, also nicht das allererste, wo man, wie gesagt, je weiter wir nach Osten kommen, desto radikaler wird man. Also insofern haben wir eine Radikalisierung. Es gibt aber auch ein Element der Deradikalisierung, nämlich im Mai 1942 ist der Kommissarbefehl aufgehoben worden, auf Drängen des Militärs, weil man fürchtete, wenn die Kommissare auf der anderen Seite wissen, dass sie getötet werden, wenn sie in Kriegsgefangenschaft kommen, versteift sich natürlich der Widerstand und sie werden natürlich ihre Leute noch fanatischer hier antreiben. Man muss aber auch hier sagen, was lange übersehen worden ist, es galt nicht für Juden. Das heißt, wenn Juden in Kriegsgefangenschaft geraten sind, auch nach Mai 42, sind sie umgebracht worden. Ich muss vielleicht hier noch ein kleines Element einführen, das zum Verständnis wichtig ist. Wir haben es hier mit einem sehr dynamischen Prozess zu tun. Die ursprüngliche Idee war, die Sowjetunion militärisch in 2 bis 3 Monaten zu besiegen. Und das ist der einzige Blitzkrieg, der geplant war. Der Begriff Blitzkrieg ist auf die Kriege in Polen und in Frankreich im Nachhinein bezogen worden. Im Fall der Sowjetunion war es die Idee eines ganz kurzen Krieges durch maximalen Gewaltansatz. Das heißt aber auch, dass man erwartet hat, im September, Oktober 1941 würde die Rote Armee militärisch zumindest niedergeworfen sein, natürlich nur ein kleiner Teil der westlichen Sowjetunion erobert, und dann würde man zur Nachkriegspolitik übergehen. Und man kann nun daraus eigentlich meines Erachtens relativ schlüssig schließen, dass dadurch, dass der Krieg nicht nach Plan verlaufen ist, man sozusagen sich nach neuen Politiken umsehen musste und das natürlich auch dann zu dieser Radikalisierung beigetragen hat. Sie haben die sowjetische Kriegsgefangene genannt, die sowjetischen Juden und europäischen Juden, die Ausweitung des Massenmords eben. Yeah. Welche andere Menschengruppen zählen zu den Opfern der NS-Gewalt in den besetzten Gebieten? Ja, wir haben ähnlich wie im Deutschen Reich auch die Insassen der Psychiatrie. Allerdings hier gibt es offensichtlich keine zentralisierte Befehlsgebung. Also es gibt anscheinend keinen zentralisierten Befehl, alle Psychiatrieinsassen umzubringen. Das ist vielmehr vor Ort entschieden worden. Hier sieht man relativ oft diesen Zusammenhang, die Wehrmacht besetzt eine Stadt, die Militärmediziner schauen, wo gibt es hier Gebäude für Lazarette und ähnliches. Und dann kommt man relativ schnell zur Psychiatrie und in Einzelfällen sind sozusagen die Leute vertrieben worden. Und dann kommen solche Legitimationen, ja, die sind ja gefährlich, wenn hier psychisch Kranke rumlaufen. Wir haben sehr oft eben dann anschließend die Ermordung der Psychiatrieinsassen, aber eben nicht systematisch. Systematisch haben wir es aber bei den sowjetischen Roma. Das wissen wir eigentlich erst seit etwa einem Jahrzehnt. Ursprünglich ist auch davon ausgegangen, dass das nur lokal entschieden worden ist. Und es gab durchaus Hinweise darauf, dass nicht alle, dass man eben verschiedene Gruppen, also Sesshafte und so weiter, eher nicht. Aber die neuere Forschung zeigt, dass insbesondere 1942, also mit einem gewissen Zeitabstand, auch systematisch Roma erschossen worden sind. Ja, und dann kommt natürlich noch die große Gruppe, die meistens unbekannt geblieben ist, die Opfer des Antipartisanenkrieges. Das beginnt ja schon im Juli, August 1941, sehr sporadisch und ungezielt. Und so seit Sommer 1942 gibt es eine sowjetische Partisanenbewegung, eine strukturierte, und die deutsche Herrschaft wird nicht Herr dieser Lage. Also insbesondere in Weißrussland fällt die Hälfte der Ernte aus, weil eben die Gebiete Partisanen besetzt sind. Und man bekommt aber die Partisanen in der Regel nicht zu fassen und ermordet dann die Bevölkerung sogenannter Partisanendörfer, also wo man vermutet, die würden die Partisanen unterstützen und ähnliches.
mehr. Insgesamt schätzen wir, dass etwa 500.000 Menschen diesen Morden zum Opfer gefallen sind. Das sind jetzt so die Hauptgruppen insgesamt. Erwähnen möchte ich auch noch, weil auch völlig unerforscht ist natürlich die Kommunisten, die nicht-jüdischen Kommunisten. Das heißt, dass auch kommunistische Funktionäre vor allen Dingen in der Anfangsphase erschossen worden sind. Ein erheblicher Teil ist natürlich evakuiert gewesen, aber wir wissen, dass es also immer wieder auch später noch Razzien auf Kommunisten gibt und es kommt noch andere Gruppen dazu. Der deutsche Angriff auf die Sowjetunion führt zu einer militärischen Allianz auf der anderen Seite, ja, die gar nicht so offensichtlich war vor, ja, dem Angriff. Ja. Spielt der Vernichtungskrieg bei dieser Allianz eine Rolle? Meines Erachtens nicht. Es handelt sich um eine rein politisch-strategische Allianz. Man muss dazu sagen, also insbesondere die britische Regierung war hervorragend informiert über den deutschen Vernichtungskrieg, weil sie den deutschen Polizeifunk mitgelesen hat. Und es gibt eine Unterhausrede von Churchill, wo er das mal kurz erwähnt, in einer sehr bizarren Form. Die deutschen Truppen würden hunderttausende russische Patrioten erschießen. Und dann hat er nie wieder was dazu gesagt. Auch deshalb, weil man natürlich nicht offenlegen wollte, dass man weiß, und zwar genau weiß, was da passiert. Allerdings ist der deutsche Polizeifunk dann ab Oktober 41 reduziert worden. Also man hat vermutet, dass man abgehört wird und dann keine Exekutionsmeldungen mehr durchgegeben. Generell ging es vor allen Dingen darum, politisch-militärische Verbündete zu bekommen. Und da ist eben die Sowjetunion dann plötzlich, die ja ohnehin schon als bolschewistisch abgelehnt worden ist und dann noch mit Hitler gemeinsame Sache gemacht hat, 1,5 Jahre lang. Trotzdem, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und dann eben ist man auf Stalin zugegangen. Und hier war es interessanterweise der Antibolschewist Churchill, der Erste war. Es ging also bei dieser Anti-Hitler-Koalition darum, Hitler zu besiegen? Ja, man darf einen Faktor vielleicht nicht vernachlässigen. Das war, dass es natürlich in Ostasien schon kriselte zu diesem Zeitpunkt. Japan und die USA standen ja in sehr kritischen Verhandlungen. Die USA haben ja massive Boykottpolitik gegen Japan betrieben, Sanktionspolitik würde man heute sagen. Und die Japaner standen eigentlich ökonomisch mit dem Rücken zur Wand. Und das war natürlich, spielte im US-amerikanischen Kalkül natürlich eine sehr große Rolle. Und das ist allein die US-amerikanische Regierung, zum Teil auch die britische, hat immer in diesen globalen Dimensionen gedacht. Roosevelt hat ja 1937 eine Two-Ocean-Fleet in Gang gesetzt. Also es ging nicht nur gegen die Deutschen, sondern damals, 1937 ist ja Japans Krieg in China, ging es gegen Japans Expansion. Also hier schon wieder die globale Dimension, ja, des Zweiten Weltkriegs. Ja. Ich würde gerne zurück nach Europa, ja, kommen und zwar in die Stadt, in der wir jetzt uns befinden, nach Berlin. Am 8. Mai 1945 findet in Karlshorst der zweite Akt der Doppelkapitulation statt. Der erste hat bereits am 7. Mai in Reims stattgefunden und dort unterschreiben Kommandierende der Wehrmacht vor Vertretern der Alliierten die bedingungslose Kapitulation. Damit war der Zweite Weltkrieg, von dem wir jetzt oft gesprochen haben, in Europa zumindest zu Ende. Und der deutsch-sowjetische Krieg war damit beendet. Welche Folgen hatte der Kapitulationsakt für Deutschland? Ja, die unmittelbaren Folgen waren natürlich, dass die Wehrmacht die Kampfhandlungen einstellt. Man muss dann noch etwas weitergehen. Es kommt dann die alliierte Erklärung über Deutschland im Juni 1945, die Deutschland im Grunde das Deutsche Reich für beendet erklärt hat, also staatsrechtlich geschlossen hat. Insofern, das ist die politische Ebene des Ganzen, die eigentlich relativ ungewöhnlich war. Normalerweise lässt man einen besiegten Staat weiter bestehen, beispielsweise Österreich, da gab es das ja nicht. Und Österreich ist ja die Verwaltung auch wieder aufgebaut worden. Also man muss diese beiden zusammen sehen. Aber ansonsten ist natürlich auch die gesellschaftliche Bedeutung, entsprechend war es ein großes gesellschaftliches Aufatmen natürlich in ganz Europa. Und Sie kennen ja die Szenen, eben die Freudenparaden und so weiter und so fort, weniger in Deutschland als in den alliierten Ländern natürlich, allerdings in Deutschland natürlich auch bei den NS-Opfern, die befreit worden sind. Was waren darüber hinaus die Folgen für die Sowjetunion, für weitere Teile Europas? Ja, wenn man jetzt in etwas längerer Sicht das Ganze betrifft, ist natürlich sozusagen die Weltordnung verändert worden. 1945 war vielleicht die tiefste Zäsur in der Weltgeschichte. Auf jeden Fall ist es die tiefste Zäsur im 20. Jahrhundert, also kein Vergleich mit 1914 oder 1990. Die Hauptfolge meines Erachtens ist natürlich die Ausdehnung des sowjetischen und damit auch des kommunistischen Machtbereichs in Europa in einem ersten Schritt. Aber durch den Eingriff der Sowjetunion in den asiatisch-pazifischen Krieg dann am
8. August 1945 war der Einmarsch, wie vereinbart, 3 Monate nach der Kapitulation, ist im Grunde die Grundlage auch für das größte kommunistische System gelegt worden, nämlich den Sieg Maos im chinesischen Bürgerkrieg, der dann 1946 wieder aufgenommen worden ist. Also im Großen und Ganzen fast 1/3 der Weltbevölkerung ist unter kommunistische Herrschaft gefallen. Eine zweite Folge, die natürlich langfristig auch von erheblicher Bedeutung war, ist die Dekolonisierung. Das heißt, insbesondere die japanische Herrschaft in Ostasien hat nicht nur sich selbst delegitimiert, dadurch, dass sie so gewalttätig und imperialistisch war, sondern auch die westimperialistische Politik delegitimiert und damit natürlich den kolonialen Befreiungsbewegungen großen Auftrieb gegeben. Man hat das zum Teil sozusagen auch relativ überstürzt dann realisiert, so in Indien, aber zum Teil haben sich die Kolonialmächte ja auch mit Gewalt dagegen gewehrt. Niederlande und Indonesien, Frankreich und Vietnam oder Frankreich und Indochina sind ja hier zu erwähnen, aber es kommt eigentlich relativ bald zur Dekolonisierung der Kolonien in Asien. Und dann allerdings mit erheblicher Verzögerung auch zur Entkolonisierung in Afrika. Und dann natürlich sozusagen die zweite große Struktur neben der Dekolonisierung, die entstanden ist, ist natürlich der Kalte Krieg. Aber der Kalte Krieg war eigentlich keine direkte Folge des Kriegsendes. Man hat 1945, 1946 eigentlich noch geglaubt, dass man im Grunde die Koalition weiterführen könnte, obwohl es schon eine Reihe von großen Problemen gegeben hat in der Koalition. Aber die Situation war doch noch relativ offen, würde ich sagen. Und 1947 kommt dann ja die Wende und 1948 herrscht der Kalte Krieg. Also wir haben eine fundamentale Zäsur in der Weltgeschichte und auch eine Zäsur, die eigentlich den größten Teil der Weltbevölkerung betroffen hat. Das heißt, das hat man eben bis ins letzte Dorf auch gespürt. Und Demobilisierung, kommunistische Herrschaft und ähnliches mehr. Kommen wir vielleicht zu der Frage, wie wir oder wie Sie dieses Wissen zum Zweiten Weltkrieg überhaupt bekommen, wo Sie es herschöpfen. Und ich würde das gerne an einen Prozess knüpfen, und zwar an Perestroika in der Sowjetunion und spätestens den Zerfall der Sowjetunion. Was passiert da, beeinflusst das die Art und Weise, wie Historiker sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen und was verändert sich da? Ja, grundsätzlich arbeiten Historiker und Historikerinnen immer sehr ähnlich, würde ich sagen. Also man beginnt eigentlich mit der Literatur. Und wenn Sie über globale Fragen sprechen, können Sie nicht sagen, ich gehe jetzt ins Archiv und schaue mir die Quellen an. Das geht vielleicht bei Roosevelt oder Ähnlichem. Aber wir müssen zunächst das bisher erarbeitete Wissen uns näher ansehen. Und der Zweite Weltkrieg ist eigentlich wie der Erste Weltkrieg unmittelbar nach dem Kriegsende sofort in die Forschung eingegangen. Das war oft sehr Auftragsforschung, die die Militärs selber gemacht haben. In Deutschland haben zum Beispiel die Generäle einen großen Teil des Kriegsbilds geprägt, was auch sozusagen entsprechende Folgen dann hatte. Aber wir haben natürlich vor allen Dingen seit den zum Teil 50er, vor allen Dingen seit den 60er Jahren sehr intensive Forschung aufgrund von Quellen. In den 60er, eigentlich bis in die 80er Jahre, waren das meistens Papierquellen. Das heißt, man hat im Grunde politische Dokumente, militärische Dokumente, Memoiren und Ähnliches angesehen. Seitdem hat natürlich ein gewisser Perspektiven- und Methodenwechsel stattgefunden. Das heißt, Zeitzeuginnenmaterial spielt eine viel größere Rolle. Allerdings muss man natürlich eben sehen, das hängt von der Fragestellung ab. Also wenn ich global historisch etwas machen will, ist es schwierig, Zeitzeugen zu befragen. Ich kann natürlich Auswirkungen auf der Mikroebene mitverfolgen. Was nun den Wandel in der Sowjetunion und seine Bedeutung für die Kriegsforschung, Kriegserinnerungen hat, liegt auf zwei Gebieten. Eins ist fundamentaler, dass man eben sozusagen auf die Sowjetunion nicht mehr so stark politisch Rücksicht genommen hat. Das heißt sozusagen, es gab durchaus eine Tendenz sozusagen, den alliierten Partner Sowjetunion in einem positiveren Licht zu sehen, als man das eigentlich tun würde. Die Sowjetunion war auch während ihrer Kriegsbeteiligung 1941 bis 1945 eine der radikalsten Diktaturen der Geschichte. Ein Beispiel, das auch die wenigsten kennen, ist also die Hauptphase des Massensterbens im Gulag ist 1942 bis 1944, weil man den Häftlingen die Rationen runtergesetzt hat. Das heißt, sie sind in der Hierarchie der Ernährung ganz unten gewesen. Die Rotarmisten und Rotarmistinnen ganz oben. Und die Gulag-Häftlinge, und wir haben 500.000 Tote in dieser Zeit. Das ist ein erheblicher Teil der Gulag-Opfer überhaupt. Das spielte also von 1945 bis 1990 so gut wie keine
Rolle in der Forschung. Das heißt, diese Rücksichtnahme ist weggefallen. Man hat auch den Begriff der Befreiung zunehmend kritisiert. Also in Polen können Sie heute niemand mehr sagen, die Polen ist von der Roten Armee befreit worden. Deswegen würde ich sagen, es ist sinnvoll, diesen Begriff relational anzuwenden. Das heißt Befreiung von der deutschen Besatzungsherrschaft. Das war es ohne Zweifel. Und es ging sicher auch besser unter sowjetischer Besatzung als unter deutscher Besatzung. Der zweite Punkt ist die Öffnung der Quellen in den sowjetischen, postsowjetischen Archiven. Das hat bis zu einem gewissen Grad zu neuen Erkenntnissen geführt, vor allen Dingen was die deutsche Besatzungspolitik angeht, allerdings im Bereich von Politik und Militär nur sehr begrenzt. Also wir wissen auch heute nicht so ganz genau, was Stalin gedacht und getrieben hat im Zweiten Weltkrieg. Und das, obwohl die Aktenüberlieferung weit besser ist als im deutschen Fall. Also die NS-deutsche Administration hat ihre Akten zum großen Teil verbrannt 1945. Also gerade Militärakten sind zum großen Teil auch weg. Das große Problem bis heute ist, dass die Akten der Roten Armee weitgehend verschlossen sind. Das heißt, wir wissen beispielsweise im Deutsch-Sowjetischen Krieg über die Wehrmacht, ich will jetzt nicht sagen fast alles, aber sehr viel. Wir wissen über die Rote Armee ganz wenig. Sozusagen das Niveau, das die Wehrmachtforschung erreicht hat, davon sind wir auf der anderen Seite meilenweit entfernt. Das hat allerdings auch ein bisschen mit der Forschungsentwicklung zu tun. Man kann auch ohne die sowjetischen Quellen. Es gibt tolle Bücher über Frauen in der sowjetischen Armee, tolle Ausstellungen darüber und so weiter. Aber es ist kein richtig gern bearbeitetes Thema. Wie sehen Sie den Stand der Forschung im Vergleich zu den Geschichtsbildern, die in der Geschichtskultur zu finden sind? Und was sind vielleicht so Diskrepanzen, die Sie bedauern, die Sie sich wünschen, ausgeglichen zu sehen? Ja, man muss zunächst sagen, es gibt kein einheitliches Geschichtsbild vom Deutsch-Sowjetischen Krieg. Es gibt sozusagen ein deutsches Bild, zumindest ein Mainstream-Bild, also auf der politisch linken und rechten auch etwas differenziert. Und es gibt auch kein postsowjetisches Bild mehr. Das heißt, wir haben im Grunde einen Zerfall der sowjetischen Kriegserinnerung. Ich habe es gesagt, in drei Modelle, oder werde es sagen, in drei Modelle. Das eine ist das klassische Modell, sozusagen eigentlich traditionell an dem weiterzumachen, was vorher da war, das mit Russland und in Belarus. Das heißt eben patriotisch, nahezu fehlerfrei und eben mit deutlichen Schwerpunkten. Man hat allerdings seit 1990 auch Opfergruppen stärker berücksichtigt. Also Zwangsarbeit, Holocaust und so weiter sind auch Themen. Das zweite Bild ist sehr stark antikommunistisch. Das haben wir vor allem im Baltikum. Hier liegt der Schwerpunkt nicht auf 1941, sondern auf 1940. Das heißt die erste sowjetische Besatzung und 1944 die zweite sowjetische Besatzung. Und hier wird dann eben auch von Dauerbesatzung gesprochen. Also wenn Sie in Riga ins Museum gehen, Okkupationsmuseum, da steht dann 1940 bis 1991, also sozusagen bruchlos Okkupation, da kann man darüber streiten, das hat durchaus etwas für Sie. Und dann haben wir das dritte Modell in der Ukraine, das jetzt natürlich stark im Fluss ist, das versucht beide Narrative zu vereinen. Das heißt, wir haben vor allen Dingen auch in der Westukraine und in Kiew dieses eher antikommunistische Modell, das sehr stark auf die nationalistischen Untergrundgruppen rekurriert. Und wir haben, also ich will jetzt nicht sagen in der Ost- und Südukraine, aber so eher dieses klassische Modell der Beteiligung an der Roten Armee, die Partisanenbewegung und ähnliches mehr, was hier eine Rolle spielt. Die Forschung, muss man sagen, ist in meiner Einschätzung im Westen deutlich weiter fortgeschritten als im postsowjetischen Raum ist. Das gilt natürlich für die regionale Forschung zu regionalen Themen nicht. Es ist natürlich so, die estnische Forschung ist ganz toll zu Estland, da haben wir relativ wenig hinzuzufügen. Das Problem ist so ein bisschen, dass bestimmte Diskurse eigentlich nicht aus der öffentlichen Wahrnehmung rauszubekommen sind. Einer ist eben, dass es ein Krieg zwischen Deutschland und Russland war. Und sozusagen die anderen Republiken, also Russland fürs Ganze auch genommen wird. Das ist also typische deutsche Terminologie. Die Russen sind alle, die in der Sowjetunion waren, obwohl Russen vielleicht streckenweise zwischen 55% und 60% der Roten Armee nur ausgemacht haben. Und dann kommen ja viele andere Nationalitäten hinzu. Das wäre zum Beispiel so ein Bereich. Der zweite, es gibt noch so ein paar Dinge, die eigentlich nicht so bekannt sind oder die man nicht gerne so sagt, ist, dass die Rote Armee im Juni 1941 materiell der Wehrmacht überlegen war. Also sie hatte mehr Soldaten und Soldatinnen, sie war auch in der Panzerwaffe deutlich besser und ich glaube sogar bei der Luftwaffe. Die Luftwaffe ist komplett zerstört worden bei Kriegsbeginn, was eine wichtige Voraussetzung war,
um den Krieg dann zu gewinnen und Ähnliches mehr. Das sind jetzt, kann man sagen, auch Details, aber es sind schon so ein bisschen auch Korrekturen am Bild. Und auch bei Stalin wissen wir eben nicht so genau, was er. Es gibt ja die sogenannte Präventivkriegsdebatte, also ob die Deutschen sozusagen einem sowjetischen Angriff zuvorgekommen sind. Definitiv nicht, weil das in der deutschen Korrespondenz nicht vorkommt. Also da ist keine Bedrohungsvorstellung drin. Das kommt erst von Goebbels nach dem 22. Aber wir wissen nicht, was Stalin so geplant hat. Aber jetzt haben wir ein bisschen Kaffeesatzlesen auch betrieben mit sehr wenigen Dokumenten. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass Stalin 1942 in den Krieg eintreten wollte. Also das ist nicht zu unterschätzen. Oder auch große Interessen in Rumänien hatte beispielsweise. Das war 1940 schon zu sehen. Das ist natürlich in der Öffentlichkeit insoweit bekannt, als politisch interessant ist. Also zum Beispiel in rechten Kreisen, wo die Präventivkriegsthese ja bis heute eine relativ große Rolle spielt, obwohl sie definitiv widerlegt ist. Aber man muss eben diese zwei Dinge unterscheiden. Präventivkrieg auf der Frage auf der einen Seite und die Frage, was Stalin eigentlich wirklich wollte, auf der anderen. Ich würde sagen, das war jetzt die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Interview, ja, das wir morgen führen mit der Kollegin Katja Machotina. Ah, ja, ja. Da wird es um Erinnerungskultur gehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wir hatten uns erhofft, dass Sie uns extrem komplexe Zusammenhänge zugänglich machen und freuen uns, dass es Ihnen sehr gut gelungen ist aus unserer Sicht. Vielen Dank nochmal, Herr Pohl, für das Gespräch und ich wünsche Ihnen gutes Gelingen bei dem Vortrag. Ja, vielen Dank auch. Wer erzählt Geschichte zum Zweiten Weltkrieg? Das Museum Berlin-Karlshorst. Gespräche mit ExpertInnen. Vorbereitung auf den Besuch am außerschulischen Lernort. Mit Mirgen Gurges, Arkadi Miller, MuseumsmitarbeiterInnen, Lehrkräften und externen HistorikerInnen. Mastering und Sprecher Christian W. Findt. Musik Wladimir Wolchenko. Diese Podcast-Serie ist entstanden im Rahmen eines Jugenderinnert-Projektes, gefördert von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Produktion Museum Berlin-Karlshorst 2022.